Digli di tagliare perché. Dai, vai. Allora, mi chiamo Calvin Türkauf, io lavoro all'Hockey Club Lugano. Und jetzt die Chance für Türkauf! Da ist der Ausgleich! 2 gegen 1 kommt eine Chance für Lugano. Türkauf, herrlich gespielt! Und Türkauf bringt Lugano in Führung! Du musst performen jeden Abend. Du musst wirklich jeden Abend deine Leistung bringen. Du musst jeden Abend für die Mannschaft da sein. Du musst zeigen, wie es funktioniert, welchen Weg das wir gehen. Er kommt mit dem Smile jeden Morgen in der Garderobe und er will das Beste für die Mannschaft. Er hat einen langen Vertrag hier unterschrieben, also das heißt, er ist gut hier und er ist zufrieden in Lugano und er will mit Lugano etwas aufbauen. Und glaube, das sind richtigen Sachen, das sind wichtige Sachen für eine Mannschaft. Und sicher, er hat diese Werte, wo wir sind, dass wir wollen in Lugano. Eigentlich habe ich es nicht erwartet, sozusagen. Vor allem so jung, als 26-jähriger Captain von so einer Top-Organisation, die mit so einer Geschichte hat. Ich habe eben das Bein gebrochen. Ich wusste, ob ich weiterhin einen Vertrag bekomme irgendwo. Oder? Gesagt, wir müssen noch ein bisschen warten. Und dann nicht genau gewusst, ob ich zu Zug bleiben soll oder ob ich weg soll. Und nachher war es ein kritischer Moment im Leben. Oder? Soll ich jetzt verschaffen? Was soll ich jetzt machen? Also, ja, ein bisschen zweifeln an mir, ist jetzt Eishockey fertig oder nicht? Oder? Aber Lugano ist mit der Offerte gekommen und dann nicht lange müssen überlegen. Auch eben, die Eltern haben auch gesagt, es ist nichts zu verlieren, wieso nicht? Probier's. Und dann ist es eigentlich gut rausgekommen. Es ist schon immer an meinem Herzen gelegen, dass ich Italienisch kann und vor allem jetzt, als ich Captain geworden bin im Sommer, ist mir wirklich ein bisschen, der Druck gekommen, dass ich das Italienisch kann, vor allem für die Fans, für die Interviews. Eigentlich habe ich mich ein bisschen ins italienische Tessiner Flair verliebt, sozusagen. Es ist wirklich eine andere Welt als Deutschschweiz. Ich glaube, es hat mir wirklich mega geholfen, ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszukommen und eben mich als Mensch zu entwickeln. Ja, es war eine Entscheidung, die ich bis jetzt nicht bereue. Und, ich hoffe, irgendwann kann ich hier einen Meistertitel zurückbringen zu Lugano und wieder sozusagen das Grande Lugano wiederbeleben.